Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Torwartkarriere mit Marc-André ter Stegen. Es geht endlich weiter. Viele haben sich das ja gewünscht und viele haben gesagt, jo, wann kommt denn wieder eine Folge? Jetzt ist es soweit. Ich hatte die letzten paar Tage ein bisschen Stress, ein bisschen Prüfungsstress in der Schule, aber jetzt geht es wieder los. Ich werde hoffentlich einen guten Saisonstart hinlegen, denn wir starten jetzt in die Liga rein. Ja, die letzte Folge rechts oben beim i verlinkt, haben wir das Vorbereitungsturnier endlich abgeschlossen. Es hat lang gedauert und jetzt können wir endlich in die La Liga reinstarten. Hier sehen wir schon das Design. Unser erstes Spiel wird gegen Athletic Bilbao, also nicht einfach. Es wird auch ziemlich viel von mir gefordert. Ich hoffe, ich kann das alles erfüllen. Der Patch ist übrigens auch schon draußen, also von daher hoffe ich, dass da auch alles rund läuft. Wird auch bald wieder eine Folge von der Trainerkarriere geben, werde ich auch direkt hier im Anschluss jetzt dazu was aufnehmen. Ich bin gespannt. Let's go, lasst uns reinstarten und ja, hoffentlich gewinnen. Ja, der La Liga Start wird interessant. Wir spielen zuerst auswärts. Es sind ja auch fast alle Stadien, glaube ich, lizenziert. Natürlich unser Camp Nou nicht, das ist in PES drin. PES wird es übrigens auch bald wieder geben. Ja, ich bin gespannt. Ich bin natürlich jetzt auch absolut nicht eingespielt. Aber das wird schon laufen. Hier, das Stadion ist auf jeden Fall original. Und ich bin gespannt. Die Fans geben schon mal Gas. Es wird schon mal laut. Hoffentlich können wir ein paar Paraden raushauen. Ich bin gespannt, was auf unser Tor so zukommt. Ja, wird cool. Ich freue mich echt auf die Saison. Wird mega nice. Viele haben mich auch schon gefragt, ob ich wechsle. Ich meine, ich bin Ter Stegen. Ich spiele bei Barcelona. Wo will ich noch hin? Keine Ahnung. Aber wir werden jetzt diese Saison auf jeden Fall komplett bei Barcelona in der La Liga durchziehen. Und wenn wir dann in die zweite Saison reingehen sollten, dann überlege ich mir natürlich vielleicht zu wechseln. So, jetzt gibt es offensichtlich die erste Chance für die Gastgeber. Den können wir gut halten und dann stehen wir so scheiße auf, Mann. Das ist Kacke. Gott, da kann ich mich so aufregen. Weißt du, ich freue mich auf die Torwartkette, dass ich die wieder aufnehmen kann. Die erste Chance und guck mal, was ich da mache. Also die Parade war richtig gut, fand ich. Da musste ich schon schnell reagieren und das, da ich nicht so der Beste in der Torwartkette bin, war das schon in Ordnung. Aber dann, dass ich da nach links aufstehe, da habe ich mich, das war so hektisch und ich habe mich verdrückt und ah, fuck, wir liegen 1-0 hinten. Und Leute, ich mache mal eine kleine Ankündigung, falls ihr mal Bock habt, gegen mich zu zocken, da besteht jetzt eine Möglichkeit. Am Samstag gibt es nämlich wieder einen Stream, Mike vs. Zuschauer, ein Livestream. Das wird richtig, richtig cool. Schaut auf Instagram vorbei oder checkt einfach YouTube ab, dann seht ihr, wann ich da anfange, weiß ich noch nicht genau. Aber da könnt ihr dann FIFA, PES gegen mich zocken, Ultimate Team, normal, Freundschaftsspiel, was auch immer. Also das wird auf jeden Fall mega interessant. Könnt ihr gerne vorbeischauen, würde mich freuen. Das gibt's nicht. Das kann doch nicht sein. Was ist das für eine Folge? Ter Stegen patzt. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Ter Stegen patzt. Ich bin dran und er tropft rein. Oh mein Gott. Tja, was soll ich dazu sagen? Athletic Bilbao nimmt uns hier komplett auseinander. Wenn ich denn wenigstens halten würde, dann wäre das ja kein Problem. Weil die hätte ich beide haben können. Und dann stände es hier noch 0-0, aber so. Jetzt vielleicht mal die erste Chance für Barcelona. Wir hatten noch keine einzige Chance. Und der Torwart kann ihn an den Pfosten, Schrägstrich Latte, Schrägstrich, ich weiß es nicht, lenken. Komm, nochmal zum zweiten. Komm, das ist vor der Halbzeit jetzt die Möglichkeit, dass wir nochmal rankommen. Aber er pfeift zur Halbzeit ab. 2-0 liegen wir hinten. Ey, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ja, ich bin nicht der beste Torhüter. Das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt. Mir macht eine Torwartkarriere extrem viel Spaß. Aber es gibt sicherlich 1000 Leute auf dieser Welt, die das viel, viel besser können als ich. Ich spiele ja hier auch auf Ultimativ und so. Also, ich will auch den Schwierigkeitsgrad nicht unterstellen. Ich will
das alles so machen, wie ich es jetzt gerade mache. Ich muss mich halt einfach nur verbessern. Das ist einfach das Ding. Ja, beide hätte ich haben können. Ich war bei beiden gut dran. Hab's dann im Endeffekt aber doch nicht konsequent genug gemacht, sagen wir es so. Ja. Muss man aber auch meine Kappe auch nehmen. Also, ganz ehrlich. Ja. Gut, da kann ich nicht viel machen. Da kann ich nicht viel machen. Also bei den ersten beiden, da kann ich was machen. Da war ich auch dran. Das nehme ich auf meine Kappe. Da kann ich nicht viel machen. Wir verkacken. Unser erstes Ligaspiel steht 3-0. Klar kann ich da weiter rechts stehen, aber dann zieht er in die andere Ecke. Das ist... Ja, das macht nicht viel Unterschied. Ja, als Ter Stegen ist es halt immer so ein bisschen die Herausforderung. Das ist so das Entscheidende. Wenn ich jetzt irgendwie mich selber erstellt hätte und noch ein ganz, ganz schlechter Torhüter wäre, also der jetzt gar seine Karriere gestartet hat, dann ist sowas noch verkraftbarer als jetzt mit Ter Stegen. Aber was soll ich machen? Das ist halt so. Und jetzt mal wieder eine Chance von uns, aber irgendwie, ja, läuft's nicht so. Ja. Unser erstes Ligaspiel gegen Athletic Bilbao mit 3-0 verloren, zwei Patzer von mir, ist nicht so ein geiler Start, muss ich ehrlich zugeben. So, zweites Spiel zu Hause gegen Real Betis, ich bin gespannt, das muss jetzt besser laufen, das kann doch nicht sein gegen pinke Trikots, was ist das denn? Guck mal, wir haben eine 90er Bewertung, ey, das ist, wir sind der zweitbeste Spieler und haben so zwei Patzer drin gehabt, das ärgert mich so. Das ist unglaublich. So, wir sind im Fake Camp Nou. Ich bin gespannt, wie das läuft. Wie gesagt, jetzt muss eigentlich hier richtig Rabatz gemacht werden. Das Spiel von vorhin, ich habe mich verdrückt, wieder gut machen. Das ist auf jeden Fall angesagt. Oh, der erste Ball, den wir uns hier holen. War schon mal krass. Und den bringen wir sogar noch an den Mann, ey. Wow. Erste Möglichkeit, er ist drin. Erste Möglichkeit, 10. Spielminute, 1-0 Barcelona, Jordi Alba. Das Stadion bebt. Ich hoffe übrigens, dass ich von der La Liga coole Torhymnen finde. Ich bin mir ja nicht so sicher, also es gibt ja manche, zum Beispiel in der Premier League oder so, gibt es da überhaupt Torhymnen? Also das ist so komplett strange. Da findet man im Internet fast nichts. Also wenn ich da nichts finde, dann kommen immer die Standard-Torhymne. Aber ist ja egal. Könnt ihr mir gerne auch mal was reinschreiben. Auf jeden Fall führen wir mit 1-0. Erstes Tor von Barcelona in dieser Saison. Wird Zeit. Und ja! Nochmal 10 Minuten später, 21. Spielminute, De Jong mit dem 2-0. Immerhin machen wir vorne die Dinger. Wenn wir jetzt dann hinten auch noch halten, dann haben wir es wieder gut gemacht, halbwegs. 2-0. Und da gibt's die erste Chance. Und wir halten natürlich nicht. Absoluter Fehler wieder. Ich kann heute alles auf meine Kappe nehmen. Das ist echt schrecklich. Das ist echt schrecklich. Das war so schlecht. Also die letzten Tore im letzten Spiel waren ja nicht so miserabel, aber das war so schlecht. Das ist echt unglaublich. Ich bin noch nicht eingespielt, Leute. 2-1. Wiedergutmachung ist auf jeden Fall nicht ganz so geglückt. Oh, wir halten den Ball. Er hat uns direkt in die Arme geschossen. Das ist der Wahnsinn. Und dann hauen wir dem Schiedsrichter eine. Nicht mal den Abstoß kriege ich hin. Also heute läuft es irgendwie gar nicht. Komm, ja. Den können wir uns holen. Da haben wir wenigstens mal gut mitgespielt. Ey, wir müssen uns jetzt wieder ein bisschen selber pushen. Weil das gefällt mir gar nicht, was ich hier fabriziere. Das muss jetzt mal wieder besser werden. Mann, ey. Ja, den nächsten, den wir fangen können. Das gibt uns Sicherheit. Das gibt uns schon mal ein gutes Gefühl. Das ist das,
das brauchen wir jetzt wirklich. Ich brauche das wirklich. Boah, was ein Pass. Wie gut war das denn jetzt? Komm, das kann doch mal was werden hier vor der Halbzeit. Der Ball springt irgendwie in der Luft. Das war's für die erste Halbzeit, würde ich sagen. Es gibt nochmal eine Ecke. Dann schauen wir uns die Ecke nochmal schnell an und dann war's das mit der ersten Halbzeit. Ja, war nicht so geil, die Ecke. Gut, 2-1. Aber jetzt zum Ende hin der ersten Halbzeit haben wir ein, zwei Bälle noch entschärfen können, sag ich mal. Gehalten kann man es nicht nennen. Das baut vielleicht ein bisschen so das Selbstbewusstsein wieder auf. Ich hoffe es einfach mal. Alter, was sind das die ganze Zeit für krasse Pässe hier auf Dembélé. Die ganze Zeit auf Dembélé und die ganze Zeit so krasse Pässe. Und jetzt der Ball nach innen. Pfosten, er ist drin. Jawohl! 3-1, was ein Tor. Ja, hui. Das war ein geiles Tor. Nicht. Junge, what the fuck. Der Ball geht an den Pfosten. Der Verteidiger will klären, schießt seinem Torwart ins Gesicht. Der Torwart kann den Ball noch gerade so retten. Und dann tröpfelt er da auf der Linie entlang. Und Griezmann haut ihn rein. Es zählt sogar als Eigentor, also hat er ihn gar nicht mehr retten können. Naja, Pech gehabt. Ha, die gegnerischen Torhüter müssen auch mal Scheiße bauen, nicht nur immer ich. Und da ist der nächste Treffer! Piqué 4-1, 67. Spielminute. Eine ganz, ganz starke Ecke. Jawohl, so will ich das sehen. So ist es geil, wenn Barcelona vorne was macht und mein einer Fehler nicht so ausschlaggebend ist. Oh, schön gespielt und den können wir halten. Sehr gut, sehr gut. Das baut auf, das ist das, was ich sehen will. Gutes Stellungsspiel, die kurze Ecke trotzdem zugehabt, obwohl ich auch ein bisschen weiter nach links gegangen bin, falls der Pass kommt. Darf mich jetzt nicht zu sehr loben, gleich kriege ich das Tor. Letzten 10 Minuten brechen an, man merkt schon, Real Betis will jetzt auf jeden Fall nochmal Gas geben. Ja gut, den können wir haben, obwohl er abgefälscht ist. War wahrscheinlich sogar noch besser, weil er uns fast in die Arme gerollt ist. Jawohl! Zu Hause schaffen wir es, 4-1 zu gewinnen. Einen schweren Fehler habe ich gemacht beim 2-1, das wir kassiert haben. Aber ansonsten bin ich mit meiner Leistung eigentlich zufrieden. Also wir haben ein paar Bälle gefangen, ein paar gehalten. Waren jetzt nicht so schlecht. Also im ersten Spiel waren wir deutlich schlechter. Ja, hier sehen wir es. 7,1 Bewertung ist in Ordnung. Aber ja, zugelassene Tore leider 1. Wir haben aber 4 gefangene Bälle, auch eine Parade, 2 abgefangene Flanken. Also rundum war es auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Ich hoffe, dass wir diese Leistung, wie gesagt, auch auf die nächsten Folgen übertragen können. Danke fürs Zuschauen. Jetzt schaut, wie gesagt, bei dem Livestream am Samstagabend vorbei. Ich weiß noch nicht genau wann, aber wie gesagt, darum werde ich mich noch kümmern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Trainerkarriere, Torwartkarriere oder was auch immer. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.